herzlich willkommen zur Minecraft-Wiki mit dem Radamun. Einen wunderschönen. Mit dem Miefling. Hallöchen. Und der Julia. Hallo. Hat sie den Miefling gesagt? Ja, hat sie. Hat sie gemacht. Julia, ja, ich kann die Quest nicht abgeben. Wenn sie Ansage macht, rollt es auch das eher immer so schön. Ich gerade nicht welche, kann ich dir leider gerade nicht beantworten. Ich nenne ihn jetzt auch nur noch Miefling. Ah! Das ist ja top. Erschreck bitte! Hey Miefling. Ja, hallo. Das klingt doch gleich viel niedlicher als Miefsteve. Ein Miefling. Ein Miefling ist disappeared. Ah, Wild! Oh, Fallschaden, ouch. Miefling erwischt. Jetzt geht's los. Miefling setzt Paralyse ein. Ah, oh, ne, Entschuldigung. Wir sind schon wieder, ich kann die Quest übrigens nicht abgeben. Oh, das könnte daran liegen. Es tut mir leid. Ja, alles klar. Mir geht's genauso. Ich wollte auch gerade los husten. Das steckt an. Hör auf damit. Mach weiter. Nein. Da ist keine Kiste. Oh. Das finde ich ein bisschen fies. Okay, dann gehe ich wieder. Tschüss, haut rein. So, eiskalt mal ein bisschen Deko in. Da 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 da. Da 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 da. Oh, Krabben. Schon wieder Krabben. Ihr kommt in den Cocktail. Ihr kommt in den Cocktail, ich sag's euch. Wie kommt man eigentlich auf dein Dach? Gar nicht. Wie soll man dann die Lücke dazu bauen? Gar nicht. Man baut sich hoch. Ich zeig dir, wie ich da hochkomme. Ich mach das immer so. Pass auf. Ja, ich bin über die Mauer gefallen, verdammt. Ich mach das immer so. Wo bist du? Wo bist du denn? Innen. Der muss rauskommen. Also wenn ich auf mein Dach will, mache ich das immer so. Ja, was? Dann hättest du die jetzt auch gleich mitnehmen können. Nee, geht nicht. Nee, jetzt hier oben. Oh, ist der Baum kaputt. Na dann. Das Logik. Pack sie mir unten in die Kiste, genau. Ja. Oh, ich hab Rum. Den kann man trinken. Oh, hat der einen Effekt? Ich hoffe nicht. Ich und mein Rum. Da war in irgendeiner Kiste für eine Quest was, aber ich glaube, das war Whisky. Kann das sein? Ich hab grad Rum getrunken und es passiert gar nichts. Ja gut. Nein, doch. Oh. Ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wo ich das für die Quest hingelegt habe. Ich kann mich nicht erinnern. Hat so Spaß befreit, Leute. Nee. Ah, wir haben, bestimmt. Wir haben eine andere Art von Humor. Ja, die verstehen wir immer nicht, ne? Das ist ja auch Männerhumor. Ja. Ach so. Dafür muss man Männergrippen aushalten, sonst. Ja, sonst versteht man das nicht. Ach du Scheiße. Das ist auch kein Sinn. Fuyo-Spiel. Fuyo. Fuyo? Fuyo. Fuyo, Fuyo, Fuyo. Ria, hast du ein paar Stützrahmen für mich? In deiner Kiste, hol sie raus. Ach so, Stützrahmen. Was? Kabelstützrahmen. Ich hol meine Kiste. Hol sie raus. Aus deiner Kiste. Ich komm da nicht hoch. Ich hol ihn raus, warte. Wow. Den Kabelstützrahmen. Wow. Den Kabelstützrahmen. Wow. Ich, ja, ja. Also bitte, ja, jetzt. Ja. Das ist ja schlimmer als die Männer, ey. Mann, ey. Ich war auch im Überlegen, ob ich kurz loslachen soll, aber dann hab ich's dann gelassen. Nö, weil das war ja gar nicht, das war ja nur ganz normal, also bitte. Nee, das war direkt zu erkennen eigentlich. Ja. Ich hab's dann auch sofort warum erkannt. Warum passe ich hier nicht? Ach, komisch. Ich hab gar nicht mitgekriegt, um was es ging. Also. Er holt ihn raus. Lass wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Jetzt ist es lustig. Jetzt? Wow. Jetzt hat jetzt jemand anders gesagt, jetzt ist okay. Jetzt ist lustig, alles klar. Oh ja, jetzt, was jemand anders gesagt hat, ist es okay. Ja. Oh, ich hab grad mega weg. Wieso hab da ich ist ein Hebel so ohne Sinn, okay. Wobei, ob das so sinnlos sehen wir gleich, ich bewege ihn einfach mal. Julia died. Müller has blown up. Nein. Was denn? Okay, doch.
Doch. Ich will das Spiel einfach mitspielen. Ich nehme einfach doch. Ich will einfach mitspielen. Scheint ein Spiel zu sein. Da war doch ein Hebel. Abgebaut? Nein. Ach, da ist der Hebel. Diamanten ist Transportrohr. Alles klar. Ja, gut. Nehme ich. Danke. Danke. Hat Julia auch schon was von dem Haus? Ich meine, da gibt es doch hier auch so diese Ecken, gepackt. Ne? Diese Ecken. Wie blöd, was ich jetzt gemacht habe. So wollte ich das auch gar nicht. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Scheiße. Jetzt muss alles wieder weg. Alles kacka. Kacka, 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 kacka. Kacka, 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 kacka. Kacka, alles klar. Ich brauch grad Carpenters Blocks ab, das geht relativ schnell mit der Axt. Okay. Die geht auch nur schnell. So wenigstens etwas, das schnell geht, ne? Wenn man sie nicht bestückt hat, genau, ja. Und die waren halt sehr schlecht bestückt. Ich hab grad mal ihr Facecam geguckt und war unbedingt, ob ich jetzt lautlos schreien soll. es war verführerisch. Oh, wie verrückt. Das war gar kein Hebel. Das war eine runtergebrannte Fackel. Fackel. Aber das heißt, ich muss ja eigentlich so hier ansetzen, ne? So ist richtig. Oh, ich hab übrigens. Ja? Ich hab aus einem Reward-Bag bekommen. Das zweimal nacheinander. Und da war dann Dreck drin. Und da war dann nicht viel drin. Ich hätte gern Zinn. Damit steht nämlich gerade irgendwie alles. Bleibt alles gerade stehen, weil kein Zinn. Ja. Ich und mein Zinn. Erdbeerbüsche. Haben wir irgendwo Erdbeerbüsche? Ja. Oh ja, ja. Hier. Direkt vor meinen Füßen. Die sind, okay. sind halt sehr flach, ne? Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. So flach wie deine Witze? Mhm. Nee, so flach nicht. Dann. Oh, hier sind Mücken. Dann bin ich mal woanders und sehe Mücken. Das ist ja doof. 32 Pfeile bräuchten wir. Haben wir hier irgendwo Pfeile in größeren Mengen? Bestimmt. Wir haben Pfeile. Bestimmt in größeren Mengen. Um auf Karten mit seinem Blocks was drauf zu machen, ist doch nur Linksklick, ne? Aber ich glaube, wir haben ein paar Federn irgendwo in größeren Mengen. Oder? Ach, der Rechtsklick. Ja, die habe ich gerade. Wie mache ich Pfeile hier in Terra Firma? Dann kann man auf keilförmigen Rampen des Zimmermanns keine Kabelstützrahmen drauf machen. Ja. Nur so als Info an euch. Das ist eine gute Frage, wie man Pfeile hier macht. Terra Firma Craft. Ein Stein, ein Stock und eine Feder. Okay. Das geht, guck mal, dann machen wir das so. Und man bekommt direkt 8 Pfeile raus. Das ist natürlich, ja, das lohnt sich. Das ist eine gute Menge. Aber das ist doch wieder so ein Fallenhaus, oder? Jetzt gucken wir mal kurz, was die Temperatur sagt. Ich glaube, davon besorge ich mir noch mehr und dann mache ich das Dach damit fertig. Die Temperatur ist heute ziemlich still. Scheint minus gerade zu sein. Wie viele Federn habe ich gesagt? 37, ne? Ich glaube, ich habe genug gemacht. Braucht diese hier noch? Wie baut man diese Keilförmigen, diese schrägen Außenrampen des Zimmermanns? Warte. Hast du die Treppen? Aber es gibt ja die Sorte, wo du mit du? Schiff durchscrollen musst. Wo bist du? Du musst bei einer Sorte ja nur durchscrollen. Hast du welche oder was? Wo bist du? Wo ist der Weg nach oben? Es gibt keinen Weg nach oben. Warte, ich komm runter. Okay, warte, ich baue mich mit irgendwas hoch. Nein, ich komm runter. Ist auch eine Option. Ich muss eh runter. Oh, da bist du. Ja. Ich hab überlegt, irgendwo mal Leitern hinzumachen, aber. Warum sind hier eigentlich Schienen? Seit wann sind denn hier Schienen eigentlich? Warte mal, wo sind Schienen? Weil ich die hingestellt hab. Ekelhaft. Ja, was hast du jetzt? Welche oder hast du jetzt nicht? Ja, hier, 30 Stück erstmal. Oh, ich brauch vier. Also, ja gut, dann sind die 30 ja auf jeden Fall gut. Wir brauchen das war für eine Quest Wolle und Jute, ich ne? Keilförmig. Ich brauch die hier, guck mal. Die just hier. So you know. Wolle und Jute. Du brauchst die Keilförmigen, alles klar. Genau. Ja, okay, ich bring wenn du sagst, wie ich die jetzt crafte, dann crafte ich mir die einfach. Aber ich kann das Rezept das nicht aufrufen. Das ist auch kein Sinn. Sind das nicht keilförmige, die du da gerade hast? Nein, das sind auch keilförmige. Die heißen auch keilförmige, du hast recht. Das sind keilförmige. Also ich habe gerade geguckt, es gibt nur ein Rezept für keilförmige. Ne, zwei insgesamt. Ja, aber das sind diese, ich brauche diese schrägen Außenrampen des Zimmermanns. So, die brauche ich. Mag gleich nicht mehr. Ja, die musst du durchscrollen.
Es gibt kein Rezept dafür. Ja, die haben auch kein Rezept. Durchscrollen? Ach so, warte mal. Jetzt, was, hä? Okay, jetzt, warte mal. Jetzt, wie durchscrollen? Wie meinst du das? Das ist eine gute Frage. Ich bin gerade genauso überfordert. Ja, erzähl uns das doch nochmal bitte. Welchen hast du? Ja, du hast doch jetzt schon so einen. Drück mal Shift und scroll mit dem Mausrad, dann siehst du das. Shift und Mausrad? Wenn du es in der Hand hast. Ach so. Das ist ja Zauberei. Deswegen haben die auch kein Rezept. Das ist ein Ding, das du... Zauberei! Zauberei! Das ist ja Zauberei, ist das ja. Das ist ja Zauberei. Das ist ja richtig geil. It's magic. Magic. It's a kind of magic. Ja. Okay, hat sich die scheiß Axt wirklich eingesammelt. Kacke ist das. Wo? Sag ich dir nicht. Okay. Und dann müssen jetzt noch schwarze Steine, wenn ich mal irgendwann Basaltfarmen gehe, dann kann ich das machen. So. Es ist so nervig, wenn du ein bestimmtes Mal brauchst und findest es. Was ist ja. Hallo Bea, tschüss. Das habe ich damals auch immer so gehandhabt. Wie kommt man denn auf dein Dach? Ja, gar nicht. Hä? Ja, ich baue mich immer hoch mit so einem ganzen Stack einfach so. Und nach oben. Aber man, ich soll das, ja, man soll ja hinterher auch gar nicht drauf kommen. Ich habe den dann aber nicht immer abgebaut, ich habe immer neun gemacht. Ich bin runtergesprungen in so einen Wasserblock und dann habe ich wieder neun hochgebaut. Das ist aber irgendwann voll. Ja. War aber gut, weil dann hattest du eine zweite Mauer. Ja, da muss ich gerade voll an die Wollaktion denken. Das war auch schön. Da hat man sich auch sehr viel hochgebaut und ist wieder runtergesprungen. Das, was mich jetzt gerade stört, sind diese ganzen Bäume, die um mein Haus da oben rumstehen. Ich habe das vorhin schon gedacht. Ich bin hier von langlaufen und so und dachte mir so, warte mal, irgendwie die Bäume. Warum stehen die jetzt Bäume da? Wer hat die da hingepflanzt eigentlich? Ich habe diesen Bug jetzt wieder. Was soll das denn? Das ist eine gute Frage. Was sind das eigentlich für Bäume? Espe, Kastanie, Kiefer. Apropos Espe, gute Nacht. Espe. Okay. Ja, gute Nacht. Ich lasse das mal so stehen und lege mich einfach hin. Ja, genau. Ich hab diesen dämlichen Bug wieder. Was für ein Bug? Dass ich plötzlich das Innenleben von mir sehe statt meiner Umgebung. Hauptsache, legst dich hin. Ich lege schon. Schaue ich in mich rein oder schaue ich aus mir raus? Ist ein Knokato-Song. Das Problem ist, normal kann ich das nicht essen. Ich habe ein Mushroom-Sto, aber ich kann Scheiße, nicht. Das ist jetzt echt schlecht. Hier sind... Ja. Oh, jetzt sind sie... Oh Gott. Das Lied handelt übrigens davon, dass man sich so weit verbiegen kann, dass man quasi in sich selber hinten durchs Arschloch reinkriechen kann. Und wenn man dann bis zu den Augen hochgekrabbelt ist, dann ist die Frage, guckt man in sich rein oder guckt man raus halt? Wenn man durch die Augen guckt. Durch die Augen. Durch die Augen, weißt du? Erstmal fragt ich mich gerade, wie gelenkig man sein muss, um das herauszufinden. Ja gut, dass es nicht möglich ist, ist ja klar, aber... Ja, kommt drauf an. Ich glaube, es gibt Menschen, die würden das vielleicht schaffen. In sich selber reinzukriechen? Ja. Und dann bis zu den Augen vorzukriechen, also dann... Ja, das würde ich nicht bezweifeln, aber... Vor allem, wie willst du mit dem Kopf beim Kopf wieder ankommen? Das ist schon, Ach, das sind buggende Viecher. Kunst. Hier ist so ein Minotaur und das ist ein Minotaur, den ich sehe, der so quasi auf mir sitzt. Ist quasi ein Turm, ein Minotaur. Der sitzt auf dir drauf. Wow, ein Minotaur. Oh, wow. Du hast Minotaur gesagt, nicht ich. Ja, Minotaur. Das Bayerische, ne? Was denn? Nichts, alles in Ordnung. Was denn, Miefling? Miefling, wie hast du gerade, Miefling. Ein Miefling. Miefling. Ah, Miefling. Miefling. Genau. Miefling. Miefling. Miefling, ling, ling, ling. Ling, ling, hau, mit oder ohne Fly. Ah, ein Miefling. Wie mir ein Kumpel erzählt hat, dass ein Bekannter von ihm in so einem Massagestudio war, so einem asiatischen, und die fragt halt so mit Glied. Und er ist so total geschockt, ne? Und so, nein, nein, ohne Glied. Ja, wollen Mitglied? Wollen Mitglied? Da hat halt so lange gebraucht, bis er gecheckt hat, dass die halt einfach stinknormal so eine Mitgliedskarte sehen wollte. Ich hab mich auch total verstört auf den Boden gerollt vor Lachen. Mitglied! Weißt du, asiatisches Massagestudio und so, ja, oh Gott. Geil. Ich hätte mich nicht zurückhalten können, ich habe einfach nur losgelacht. Oh, happy end. Happy. Ich wäre wahrscheinlich auch sofort rausgeflogen aus dem Laden. Nein, ohne Glied. Wolle Mitglied.
Oh, herrlich. Warum nicht bekleidet? Oh, scheiße. Ja, ist so geil. Ja. Noch. Noch. Teilweise. Die Frage ist, wie lange noch, aber gut. Ja, ich mache mir einen Fortpunkt und laufe dann irgendwann. Mitglied? Nicht Mitglied? Warum nicht Mitglied? Wollen wir Mitglied? Mach doch Mitglied! Kostet nix. Oh Mann, und da sagen die, wir haben solche Themen auf, also bitte. So, ja, in dem Sinne, dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Hautze. Der Folgentitel steht schon mal. Mitglied? Mitglied? Muss ich mir erstmal merken.